Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hunter und Pipe Driver. Ich möchte dieses Video mal kurz dazu verwenden und nutzen, was über E-Mail-Sync zu sagen. Es gibt da nämlich eine sehr einfache Art und Weise, wie du in Pipe Drive E-Mail-Sync betreiben kannst. Ich weiß gar nicht, ob es vergleichsweise ein CRM-Tool da draußen gibt, ein CRM-System, welches es so, sag mal, so simpel macht, zum Beispiel dein Gmail zu synchronisieren, indem es einfach hier über, wir sind dann wieder bei Tools und Integration, und da gibt es hier ein paar native Integrationen, ja. Aber wenn du zu Einstellungen gehst, kannst du zu E-Mail Sync gehen und dann letztendlich über die E-Mail Sync hier dein E-Mail synchronisieren. Und das ist letztendlich schon sehr, sehr cool, weil dann hast du am letztendlich all deine E-Mails. Quasi, die du, ich weiß nicht, in den letzten 3 Jahren oder wie lang her, dort auch direkt vorhanden und kannst dort sozusagen direkt alles aus einer Hand machen. Und das ist ja letztendlich dein Ziel. Also du musst jetzt nicht mehr dann irgendwie doof noch mit Outlook rumhantieren oder sonst was. Nur wenn diese Synchronisierung nicht funktionieren sollte, dann sagen viele, und das ist jetzt bei mir in einem Fall mit einem Kunden der Fall, weil da geht was über das Windows Exchange und so weiter. Also, es sind so technische Details, die will ich jetzt nicht weiter hier ausführen. Dann sagen viele, und deswegen mache ich das Video: sagen viele, naja, wenn die E-Mail-Synchronisierung in Pipedrive nicht funktioniert, dann mach doch ganz einfach alles über Outlook-Regeln. Ja, Outlook-Regeln findest du hier ganz einfach bei Start und dann Regeln und Benachrichtigungen verwalten und dann kannst du hier Regeln erstellen. Ja, indem du sagst, zum Beispiel neue Regel, ja, Regel auf von mir empfangene Nachrichten oder Regeln auf von mir gesendete Nachrichten. Ja. Dann kannst du sagen, ja, also wenn ich eine gewisse Nachricht erhalten habe, dann passiert das und das und das und das und so weiter. Ja, also hier zum Beispiel wenn mir eine Nachricht gesendet wurde, dann sende gleichzeitig diese Nachricht an CC. Ja, zum Beispiel. Und dieses CC ist dann letztendlich die Pipedrive-E-Mail-Adresse meines Pipedrive-Accounts. Und dann hätte ich theoretisch, ja, hier, so wie du es hier siehst, diese dann immer auch hier drinnen, ne? Also in meinem E-Mail-Postfach. Das ganz große Problem damit ist, dass du letztendlich nur eine Weiterleitung. Lediglich eine Weiterleitung der E-Mail dann hier drinnen hast und nicht wirklich die E-Mail als solches synchronisiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine weitergeleitete E-Mail über CC oder BCC hier drinnen sehe, dann erkennt Pipedrive hier, okay, das gehört zu dem Account Thomas Klein, dalida. Aber es erkennt nicht, dass das hier in dem Fall zu dem jeweiligen Kundenaccount gehört. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar genug ausgedrückt habe. Also ich habe jetzt mir wirklich die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, wie ich das lösen kann, das Problem. Und ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, aber also es ist letztendlich entscheidend, dass die E-Mail-Synchronisierung funktioniert. Und wenn ich über Exchange, dann eben über IMAP und letztendlich ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn es funktioniert, ist es eine geniale Funktionalität, die, glaube ich, so in der Form bei sonst keinem anderen CRM vorhanden ist. Wenn es nicht funktioniert, dann bringt es meiner Meinung nach nur sehr wenig über
über CC oder regelbasierte Outlook-Regeln und so weiter, dann ist es besser, du nutzt HubSpot, weil in HubSpot gibt es hier so eine Extension, ja, und die kannst du so einstellen, dass automatisch jede E-Mail, die du versendest, auch nochmal auf CC oder BCC dann quasi in dein HubSpot abgebildet wird, und das geht wirklich nahtlos über. Finde ich da ein bisschen besser, ein bisschen eleganter. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, das Ganze noch eleganter zu lösen, aber ich habe wirklich schon jetzt viel Zeit rein investiert, quasi den ganzen zweiten Weihnachtsfeiertag, und habe bis jetzt noch keine wirkliche Lösung gefunden. Also, das ist nur ein ganz kurzes Update zum Thema E-Mail-Synchronisierung. Wenn es der Server zulässt, ja, dann ist es genial. Einfach wirklich, wirklich, wirklich genial bei Pipedrive gelöst. Wenn es der Server nicht zulässt, dann scheint, dass HubSpot vielleicht ein bisschen easier ist, oder vielleicht auch andere Lösungen wie, ja, Salesforce oder sowas. Bis dahin, dein Thomas Klein.